Hey Freunde, wenn in diesem Video etwas unklar sein sollte, etwas nicht funktionieren sollte oder ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort werde ich auch versuchen, auf alles einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung da lassen würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Genug geredet, Freunde. Viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich mal wieder um das Thema Outfit-Glitches und ich habe heute ein richtig schönes, verrücktes Flossen-Outfit für euch gemacht. Ihr könnt es im Hintergrund schon sehen in Gelb. Wie das Ganze funktioniert, es funktioniert mal wieder über den Transfer-Glitch. Also geht bitte gleich als allererstes hin, zieht euch wieder irgendein Outfit an, welches ihr auf jeden Fall behalten wollt. Dann verliert ihr das Ganze auch nicht und ich mache das Ganze jetzt eben kurz hier einmal im Hintergrund. Währenddessen möchte ich euch bitten, diesem Video schon mal einen Daumen nach oben dazulassen und meinem Kanal ein kostenloses Abo zu geben. Das wäre mega nice von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Und ja, kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Glitch. Wie gesagt, ihr zieht euch jetzt bitte irgendein Outfit an, welches ihr auf jeden Fall nicht verlieren wollt. In meinem Fall ist es jetzt hier ein Outfit mit weißer Jogger und der IAA-Marke. Die brauchen wir nachher auch noch. Dazu komme ich jetzt aber noch im Laufe des Videos. Habt ihr euch auf jeden Fall dann das Outfit angezogen, welches ihr auf jeden Fall behalten wollt, drückt ihr auf jeden Fall die Optionstaste, geht auf Online, geht in die Charakterauswahl und erstellt euch einen komplett neuen zweiten weiblichen Charakter. Achtet bitte gleich darauf, dass wenn ihr mit eurem weiblichen Charakter in der in der Online-Lobby spawnt, dass ihr euch eins zu eins die Outfits erstellt, so wie ich das auch mache in dem Video und die bitte auch auf denselben Plätzen abspeichert. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, Freunde, ich gehe jetzt hier in die Charakterauswahl, erstelle mir meinen weiblichen Charakter und zeige euch dann die ganzen Komponenten bei der Frau.
nachdem der Bild schon dunkel geworden ist, bin ich hingegangen und habe den Transfergisch gemacht. Wenn ihr noch nicht wissen solltet, wie der Transfergisch funktioniert, das Video dazu packe ich euch wie immer einmal oben in die Infokarte. Da ist das Video auch schon. Diesen Glitch macht ihr bitte und anschließend kehrt ihr hier zu dem eigentlichen Video zurück. Ich habe gerade eben also auch schon mal den Transfer-Glitch gemacht und bin auch schon einmal hingegangen und habe das Outfit, mit dem ich gespawnt bin, einmal wieder abgespeichert. Ich musste das am Maskenladen abspeichern, wegen der Duffelbag-Tasche auf dem Rücken. Wenn ihr mit einem Outfit spawnen solltet, wo keine Tasche auf dem Rücken ist, könnt ihr das natürlich auch ganz normal bei euch im Kleiderschrank abspeichern. So, als nächstes fahrt ihr mal bitte zu irgendeinem Bekleidungsgeschäft. Seid ihr dann am nächsten Bekleidungsgeschäft angekommen, lauft ihr einfach nur mal in dieses rein. Wir müssen jetzt gleich einmal an die Oberteile gehen. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen zu sagen, und zwar wäre es super, wenn ihr für dieses Outfit auf jeden Fall die IAA-Marke habt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man sich die IAA-Marke rauszieht. Das ist wirklich einfach, Leute. Es ist ein kleines bisschen zeitintensiv, weil es über den Direktor-Mode-Glitch funktioniert, aber vom Prinzip her ist es wirklich sehr, sehr einfach. Ihr könnt euch auf jeden Fall dann ein Outfit mit der IAA-Marke rausziehen, und wenn ihr dann ein Outfit haben solltet mit der IAA-Marke, zieht ihr euch das auch einmal an, dass euch das angezeigt wird. Danach geht ihr dann einmal hier an die Oberteile, geht dann dort einmal zu den Renntrikots, und bei den Renntrikots kauft ihr euch dann das Renntrikot mit den schwarz-gelben Handschuhen. Das ist bei mir die Nummer 4. Und ja, das wählt ihr einfach nur aus, das braucht ihr auch nicht abzuspeichern. So wie ihr jetzt seid, könnt ihr auf jeden Fall wieder in die Mission gehen. Wir brauchen jetzt eine ganz bestimmte Mission, um unsere Outfits zu merchen. Den Link zu dem Job werde ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Diesen Job müsst ihr euch auf jeden Fall markieren, anschließend dann einmal euer Spiel neu starten. Und wenn ihr euer Spiel dann neu gestartet habt, werdet ihr den auf jeden Fall hier bei den Missionen finden. Ihr drückt dann einmal die Optionstaste, geht dann hier auf Online, Jobs, Jobs spielen, geht auf markierte Jobs, die Jungs im Hintergrund, und geht dann hier auf Missionen, und dann werdet ihr hier, das ist so eine G-Sache, finden. Den startet ihr ganz einfach. Hier in den Missionsvoreinstellungen ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Kleidung auf gespeicherte Outfits stellt. Habt ihr das Ganze, ladet ihr einfach einen von euren Freunden ein und drückt dann auf Bereit zum Spielen. Seid ihr dann jetzt hier in der Vorrunde angekommen, drückt ihr so lange die Showcase-Taste nach rechts, bis ihr auf Merchflossen 3 seid. Da haben wir dann nämlich auch schon das fertige Outfit. Jetzt geht ihr einfach wieder auf Bereit zum Spielen. Wenn ihr jetzt gleich in der Mission spawnen solltet, setzt ihr euch einfach in irgendein Fahrzeug. Fahrt dann einmal zu euch zum Apartment. Es ist wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall vorher merkt, wo eure Apartments sind. Ich weiß, wo meins ist. Dort werde ich jetzt einfach einmal hinfahren und auch einfach in dieses reingehen. Seid ihr dann bei euch im Apartment angekommen, lauft ihr einfach nur mal nach unten in den Kleiderschrank oder wo ihr halt euren Kleiderschrank habt. Dort könnt ihr das Outfit dann auf jeden Fall einmal abspeichern. Ich mache das Ganze jetzt hier schon einmal im Hintergrund. Ich drücke jetzt hier einmal die Steuerkreuz-Taste nach rechts, da können wir jetzt einmal das fertige Outfit sehen. Jetzt drücke ich einmal die Viereck-Taste, nehme hier einfach irgendeinen leeren Platz und speichere das Outfit dort. So, habt ihr das Outfit dann gespeichert, könnt ihr auch schon wieder das Handy aufmachen. Drückt dann jetzt einmal X, Viereck X, um den Job übers Handy zu verlassen. Und jetzt wartet ihr darauf, dass ihr in GTA Online gespawnt seid. Wenn ihr dann wieder in GTA Online gespawnt seid, werdet ihr natürlich erstmal wieder mit dem Outfit spawnen, mit dem ihr in den Job gegangen seid. Das ist völlig normal, Leute. Ihr geht jetzt hier übers Interaktionsmenü hin und wählt nochmal das Outfit aus, was ihr gerade eben im Kleiderschrank abgespeichert habt. Da ist das Ganze auch schon. Das Outfit könnt ihr auf jeden Fall noch ein kleines bisschen bearbeiten. Ich werde das jetzt hier auf jeden Fall machen. Ich habe mir gerade eben auch schon mal eine Cappy geholt, die ich da draufziehen möchte. Ich gucke mal eben kurz, ob ich die hier relativ schnell finde. Dann könnt ihr nämlich auch direkt mal sehen, wie die heißt. Aufziehen müsst ihr euch das Ganze auf jeden Fall über den Teleskop-Glitch, weil die Hose ansonsten, die swarmt, ihr könnt das jetzt gleich sehen. So, da ist die Flash-Kappe, die werdet ihr einfach bei den Kappen rückwärts finden. Ihr könnt sehen, bei mir ist die Hose, die swarmt, das ist vollkommen normal, Leute. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal eben kurz meine Variante fertig machen und dann hören wir uns wie immer im Outro, Freunde. Okay, Freunde, ich bin jetzt zu guter Letzt hingegangen, habe wie gesagt einmal über den Teleskop-Glitch dann die Cappy da drauf geglitscht, diese schwarz-gelbe, und ich bin noch einmal hingegangen, bin bei den Arena-War-Masken, glaube ich, hingegangen. Da gibt es welche mit diesem Nachtsichtgerät vorne dran, die bin ich, also habe ich dann auch über den Teleskop-Glitch da drauf gezogen. Zu guter Letzt habe ich mir dann noch die gelbe Tafelberg-Tasche aus dem Job rausgeglitscht. Das funktioniert immer noch mit den Husky-Jobs, das sollten die meisten von euch wahrscheinlich kennen, und ja, das ist auf jeden Fall meine Variante. Wenn ihr da eigene Sachen haben solltet, könnt ihr mir die sehr gerne mal auf Instagram zukommen lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst und meinem Kanal ein kostenloses Abo gebt. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch immer noch viel Spaß damit. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.